Die Diskussion hier hat sich um die Frage gedreht, zum Beispiel, ob Informatik ein Pflichtfach an der Schule werden soll. Ich denke, dass das prinzipiell unterstützt werden kann, aber dass eigentlich die Einführung von Fächern etwas ist, was wir heute nicht mehr fordern sollten, weil Schule sich in der digitalen Welt so verändern muss, dass wir eigentlich keinen Unterricht mehr haben, dass die Schüler und Schülerinnen selbsttätig lernen mit den digitalen Medien, dass sie gleichzeitig auch lernen zu hacken, zu coden, aber eben nicht in Fächern, sondern eben übergeordnet an bestimmten anderen Themen, die dort drin sind. Und dazu ist es notwendig, zum Beispiel auch, dass die Lehrerbildung sich ändert. Und die Universitäten sind, denke ich, dieser Herausforderung, die digitale Welt momentan von ihnen verlangt, stehen da gar nicht dazu, sondern versuchen mit alten, traditionellen Methoden die Lehrer und Lehrerinnen auf eine Welt vorzubereiten, die gar nicht mehr die Welt ist, in der sie mal reinkommen werden.